Hallo Leute, hier ist wieder der Gartolk. Willkommen zum nächsten Talk-Event. Dieses Mal nicht Spelunky, sondern wir spielen Mario Kart 64. Weil, keine Ahnung, ich hatte Lust drauf. Ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal eine Talkrunde aufgenommen habe. 2 Monate oder sowas. Und ich denke mal, es wird mal wieder Zeit. Ich wechsle immer zwischen Kamera, Bildschirm und Spiel. Das ist nicht gut. Ich habe eine Tonne zu bereden. Also mindestens eine Tonne, so. Mindestens 2 Tonnen. Ich habe mir sogar einen Zettel geschrieben, von dem ich gerade merke, dass er viel zu klein ist. Deshalb werde ich höchstwahrscheinlich hier in die Autos reinfahren. Aber ist egal. Ach gut, gut, gut. Passt durch. Au, okay. Danke. Fangen wir gleich an, weil es ist echt viel, was ich habe. Oder, ja, ich hoffe mal, dass es viel ist und ich mich nicht einfach nur verschätzt habe. Aber scheiß drauf. Ich würde gern heute mit einer User-Frage anfangen. Und zwar wurde ich von Cerberus XD100 wurde ich gefragt. Und zwar, was halte ich denn von Animes wie One Piece und Co.? Ich persönlich bin eigentlich, also ich bin jetzt nicht ein Anime-Freak, muss man dazu sagen. Aber ich bin ein Anime-Freund, also ich mag auch insbesondere das Franchise und das ganze, dieses ganze User-Commentary und sowas um die Anime-Szene herum mag ich, also auch Cosplay und sowas mache ich selber zwar nicht, ich kenne aber ein paar, die machen das und ich finde das irgendwie ziemlich witzig und ja, Animes selber, ich bin halt mit den Mainstream-Anime, den deutschen Animes aufgewachsen, also neben Pokémon und Dragon Ball dann halt auch so Sachen wie Sailor Moon. Man hat's halt geguckt, weil halt nichts anderes da war. Dann halt eben so ein paar bekanntere wie Elfenlied oder Bleach, aber wirklich viel mehr halt auch nicht, also ich bin auch nicht so der Experte, da ich auch ein ziemlich schlechtes Namensgedächtnis habe, kann ich euch auch wahrscheinlich mal nicht wirklich viel über die Charaktere sagen, weil ich keine Ahnung habe, wer das eigentlich ist. Aber ich finde Animes ziemlich cool und ich hoffe auch, dass es in den Jahren ein paar geben wird, die vielleicht von diesem Blutgesplatter, wie man es vielleicht aus Elfenlied kennt oder so, ein bisschen weggeht. Weil ich finde, das macht's irgendwie ein bisschen kaputt, dieses, oh ja, ich bring dich um und dann spritzen 3000 Liter Blut. Mindestens. Das ist so ein bisschen, ja, ich finde, es passt irgendwie nicht mal zum Anime-Stil. Und ja, ich weiß, dass es da viele Leute gibt, die gerade deswegen Animes gucken, aber, gut. Das zweite Thema, das ich ansprechen möchte, ist Weihnachten. Steht ja demnächst vor der Tür, ab heute sind es noch 10, 20, nicht mehr 20. Ja, also wenn das Video hoch ist, wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger sein. So 17, 18 Tage rum, würde ich mal sagen, wenn das Video hochkommt. Wie ihr vielleicht seht, ist jetzt das Bild hier, dieses hier, jetzt habe ich den Start verpasst, egal. Ist jetzt über dem Bildschirm. Das liegt daran, dass ich jetzt eine neue Aufnahmetechnik verwende. Ich habe ja mal... Wann war es denn? Das war in irgendeinem... Achso, das war in der Mario Challenge. Da habe ich gesagt, ich werde eine neue Aufnahmetechnik... Auch scheiße, hier gibt es ja die Schneemänner. Werde ich versuchen, das mache ich jetzt auch gerade. Ich nehme jetzt nicht mehr über Fraps auf, sondern über OBS, also Open Broadcaster System. Funktioniert auch meiner Meinung nach ganz gut. Also die Testaufnahmen sahen ganz gut sahen ganz gut aus. Ich habe auch im Übrigen rausgefunden... Oh, hi. Der blaue Panzer. Die! Müsste der echt sein. Egal. Ich habe herausgefunden, woher dieser Widerhall-Effekt kam. Der kam tatsächlich, das war tatsächlich ein User-Problem, wie man so schön sagt. Ich habe praktisch, da ich über den Stereo-Mix von YouTube, von meinem Computer aufnehme, habe ich praktisch zweimal einfach den Hintergrund-Sound, also den Desktop-Sound aufgenommen. Daher kam das. Ja, ist jetzt aber auch wurscht. Und das war ein Schneemann.
Ansonsten werde ich wohl auch das Videoschnittprogramm jetzt ändern, das habe ich auch schon gesagt. Das wird dann auch auf ein kommerzielles, und zwar auf Corel Video Schnitt Pro oder so ähnlich hieß das. Also das Ding von Corel. Bin ich mal gespannt. Allerdings wird sich wohl das Videoschneiden wahrscheinlich sogar noch verzögern, weil meine Eltern meinten so, ja, wir brauchen was für Weihnachten für dich, und wie man das halt kennt, so alle Jahre wieder, was schenkt man den Leuten zu Weihnachten? Und da meine Eltern keine Ahnung von den Aufnahmen haben, haben sie halt gefragt, ja, was kann man denn da holen und sowas. Habe ich dann gemeint, okay, ich wollte sowieso ein neues Programm, bla bla bla, hier. Und dann haben sie sich halt entschieden, mir dann praktisch als Ersatz für das eigentliche Geschenk, was mir halt das Programm zu holen. Das heißt, es wird wohl jetzt erst im neuen Jahr, werde ich wohl das Programm kriegen. Aber das ist nicht so schlimm, würde ich sagen. Und ich bin Zweiter. Wuhu! Entsprechend, aber wie gesagt, Open Broadcaster System läuft. Ich finde es ganz gut. Kann ich auch nur weiterempfehlen. So, daran angelehnt, halt an dieses Dings, also ich will eine ganze Menge ändern in nächster Zeit, halt nicht nur die Aufnahmetechnik und so das Ganze drumherum, sondern ich will auch direkt die Aufnahmen ein wenig verändern. Ich bin in letzter Zeit ein bisschen unzufriedener, was meine Projekte angeht. Das liegt nicht daran, dass die Projekte jetzt scheiße sind oder sowas, sondern dass ich einfach finde, dass die Qualität, die ich biete, nicht gut ist. Meine persönliche Meinung. Es gibt natürlich Leute, die sagen, oh, deine Technik ist super und sowas, und ich scheine auch auf einem hohen Level zu spielen, was das angeht, zumindest laut den Aussagen der anderen Leute, wobei man weiß, die reden ja immer sowas schön, weil man einen nicht verletzen will, etc. Deshalb auch hier bitte an meine Zuschauer, die wenigen, die es derzeit gucken, würde ich mal echt interessieren, ehrlich, einfach mal unten in die Kommentare rein, wie denn so die Aufnahme hier ist, wie ihr allgemein so die Aufnahmen findet, was euch stört, etc. Bitte, ich brauche diese Kritik, wirklich. halt, was euch stört, damit ich das ausmerzen kann. Des Weiteren wird es jetzt so sein, ich werde wohl endlich, nach langer, langer Zeit, habe ich mich jetzt doch dazu durchgerungen, ich wollte einen Luigi überfahren. Dass ich Intro und Outros für die Videos mache. Also, dass es praktisch eine Einleitung gibt vor jedem Part. Hallo Leute, bla bla bla, etc. etc. pp. Und halt eben auch dann den Part abmoderiere. Das wird nicht heißen, dass diese Session-Idee, die da ist, dass sie verworfen wird. Sondern ich möchte eher so machen, dass praktisch eine Session aus mehreren Parts besteht, immer noch. Das heißt, es wird auch immer noch diese 4.1, 4.2, 4.3, wie es derzeit halt auch ist, werde ich beibehalten. Das heißt, ihr wisst, wann in einem Part, also dass dieser Part immer noch zur selben Aufnahme gehört. Das heißt, wenn ich abmoderiert habe, folgt praktisch direkt die Anmoderation, ohne wirklich groß zwischendrin Pause, und ich hänge hier fest. Danke. Jetzt habe ich meinen Satz vergessen, den ich sagen wollte. Halt eben, dass das alles zur selben Aufnahmesession gehört. Und diese An- und Abmoderation wird dann auch wohl relativ kurz gehalten. Das heißt, es wird kein Review über den derzeitigen Part oder sonst irgendwas geben. Das will ich nicht machen. Sondern einfach nur, dass ihr wisst, okay, es hat begonnen und es hat aufgehört. Und das war's dann auch, da zwischendrin ist nicht viel. Und dann halt eben, wenn die Parts wirklich rum sind, dann erst, retry. Halt, wenn die Session rum ist, so muss man sagen, dass dann, ein komplettes Ende, also wo dann auch wirklich Ende ist für die Session, und dann wisst ihr, okay, ab jetzt ist erstmal ein paar Tage Pause oder sowas zwischen den Aufnahmen für die, die das halt logischerweise später gucken. Was war denn das jetzt? Egal.
Des Weiteren will ich an der Partlänge etwas ändern, und zwar etwas gewaltig ändern. Und zwar will ich weg von dem Zeitsystem gehen, das halt sich eigentlich eingebürgert hat, was eigentlich auch relativ gut funktioniert. Ich will eher eine Art eventgesteuertes System benutzen. Bedeutet, die Parts werden dann irgendwo in den Bereich zwischen 10 und 30 Minuten liegen. Und werden immer an festen Punkten enden bzw. beginnen. Das heißt, beginnen logischerweise am Ende des letzten Events, logisch. Das heißt, ein Part geht, bis ich irgendwas erreicht habe, bis ich zum Beispiel einen Dungeon abgeschlossen habe, ein Level beendet habe oder sonst irgendwas. Mario, du fährst immer in die Dinger rein. Hör auf damit! So. Damit hat man dann halt einfach ein relativ, abschließendes Bild. Das heißt, jeder Part wisst ihr, okay, hier macht er jetzt ein Level fertig oder hier macht er jetzt bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn ich schon weiß, wo der Punkt ist, kann ich auch schon mal sagen, der Punkt geht bis da und da. Ansonsten, Scheißberg. Sorry, falls ich gerade gegen das Mikro gehauen habe. Halt einfach, dass wir da, das werde ich dann sehen, wie ich das mache. Ich kann das auch schlecht erklären, das ist in meinem Kopf drin und dann ist das halt drin. Des Weiteren möchte ich mich mal ein wenig auf mehr noch auf die Community bzw. auf Together und ähnliche Projekte beziehen. Das heißt, ich werde wohl mir aktiv demnächst auch ein paar Together-Partner suchen. Ich habe da auch schon ein paar im Blick, also so ist es jetzt nicht. Ist jetzt nicht so, dass ich hier völlig alleine und das wird nicht nur Selnix sein, der aus irgendeinem Grund irgendwie... Mach mal was! Falls du da zuguckst. Ich gehe mal davon aus, dass du zuguckst, aber... Ich war das Ding jetzt schon, glaube ich, zum dritten Mal. Ich sollte das mal abschließen. Sorry. Also jetzt zum Beispiel in Mario Kart wäre ein Event, wäre jetzt zum Beispiel einen Kurs abschließen oder, irgendwie zwei, drei Level abschließen oder sowas, abhängig davon, wie lang die sind. Ich werde auch einen Timer mitlaufen lassen mittlerweile. Also hier jetzt noch nicht, weil hier macht ein Timer überhaupt keinen Sinn. Beziehungsweise ich habe einen Timer unten auf meiner Aufnahme auf Dings, der zeigt, Open Broadcaster zeigt da an, also ich bin jetzt bei fast 13 Minuten. Plus minus halt das, was ich am Anfang rausschneide, weil ich immer am Anfang ein bisschen test rufe. Oh, scheiß Ich bin echt nicht gut in dem Spiel. des Weiteren, ich muss noch ein bisschen was mit meinem Mikro und alles. Man hat ja gemerkt, irgendwie in der Ghostmaster-Aufnahme war das, glaube ich, dass da ein bisschen mein Mikrofon ein bisschen abgespackt hat, einfach weil, die haben sich gegenseitig platt gefahren. Okay, gut, kann ich mitleben. Das liegt daran, ich habe mein System ein bisschen neu aufsetzen müssen. Ich hatte da ein kleines Problem mit dem Virus drin. Wahrscheinlich wohl die falsche Datei gedownloadet zu haben. Nein, ich downloade keine illegalen Dateien, aber man kann sich trotzdem Viren einfangen. Und der hat mir alles zerschossen und da musste ich mein System komplett neu aufsetzen. Und dadurch habe ich halt alle Einstellungen zurückgesetzt, logischerweise. Und ich versuche die jetzt wieder herzustellen, so gut es geht, beziehungsweise mir akzeptable Qualitätseinstellungen einstellen zu tun. War das ein Satz? Keine Ahnung. Und deshalb tut mir leid, falls die Audioqualität vielleicht manchmal ein bisschen rumspackt in den Videos, weil ich muss das für jedes Projekt neu einstellen. Ich bin Erster! Wuhu! Deshalb, verzeiht's mir, bitte. Ich bin auch nur ein Mensch. Glaube ich. Ich frag mich manchmal auch, aber hey. Außerdem noch ein letzter Punkt, den möchte ich noch ansprechen, für jetzt die letzte Stage, die jetzt, glaube ich, kommt, ne?
Ja, der Flower Cup, Mario Raceway, das dürfte der letzte sein. Ja, müsste der letzte sein. Und zwar möchte ich ab dem neuen Jahr möchte ich ein kleines neues Projekt beginnen. Und zwar ein kleines Community-Event. Boah, fahr schneller. Hey, guck mal, Mario. Seltsam, dass der hier auftaucht. In dem Spiel hier. Das hätte ich nie gedacht. Ich könnte auch eigentlich auch mal auf. Yay. Woohoo. Kann man hier auch hier so ein bisschen abkürzen. Woohoo. So. Ja, ein Community-Event möchte ich starten. Da wird es dann ein gesondertes Video, weil das ist ein bisschen länger, die Erklärung. Deshalb hier nur eine Ankündigung. Und zwar wird es ein, eine Art Challenge-Event, also in der die User, also ihr, mich herausfordern dürft in Challenge-Spielen. Wie das genau abläuft, werde ich dann noch in einem gesonderten Video sagen. Wichtig ist nur, zu wissen, wenn ich Challenge sage, dann sind das keine Schaffe, Ninja Gaiden auf höchstem Schwierigkeitsgrad No-Hit oder so ein Kram, sondern tatsächlich 30-Minuten-Event. Ähnlich wie ich es zum Beispiel die Green Demon Challenge gespielt habe. Praktisch in die Richtung werden dann die Challenges gehen. Wie genau das Ganze abläuft und was da alles hinten dran steckt, das werde ich dann noch, wie gesagt, gesondert sagen. Ich will nur, dass ihr wisst, dass ich da echt am Plan bin und ich will halt wirklich den Kanal noch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen exklusiver machen, als er derzeit ist, weil er ist es nicht. Das ist leider die Tatsache. Finde ich schade, aber ich bin halt auch nur ein Mensch. Tut mir leid. Okay. Ja, ich habe 30 Punkte und bin damit Erster. Woohoo! Jetzt kriegen wir noch eine Abschlussszene zu sehen. Feuerwerk. Das Feuerwerk. Da. 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 Okay. Das ist ein cooles Lied. Congratulations, you placed the first place. Ich weiß nicht, wie man das first ausspricht. Also, you placed first. You awarded the Gold Cup. Yeah. Sehr gut. Finde ich cool. Und damit wären wir wieder am Auswahlbildschirm. Und ich sehe gerade da so ein kleines Stück tatsächlich da. So am Rand. Also, hier sitze ich. So ein bisschen abgeschnitten. Aber gut, das macht jetzt nicht viel aus, weil ja, da war sowieso bloß nichts zu sehen. Gut zu wissen, aber dass das da ist. Hm. Ja, deshalb mache ich das. Also allgemein ist da ein bisschen was abgeschnitten, sehe ich gerade. Hm. Okay. Gut, kann ich mit leben. Ja, ist nicht viel, also. Hm. Gut. Ich würde sagen, das war's dann mit dem Mario Kart 64 Talk. Mein Name ist Gorthog. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin und ciao, ciao.